Leute, seit wann ist eigentlich dieser goldene Ploing hier mit einer Krone? Ist das der König der Ploings? Goldploing ist kein Goldploing und kein Königsploing, ist ein Goldploing. Spricht man auch genauso aus. Sicherlich. So, mit richtig viel Damage machen in kurzer Zeit. Bevor er abhaut, weil er kann sicherlich abhauen. Oh mein Gott, er macht richtig viel Damage. Ich glaube, der Stein hilft auch nicht so viel. Wir machen wirklich wenig Damage. Das ist wie so ein Bosskampf jetzt, so ein Bonus-Bosskampf. Kurz voll heilen bei beiden. So. Ganz ehrlich, ich glaube, ich setze sogar Ultra ein, damit wir den auf jeden Fall down kriegen. Heilen kann ich ja noch mit den Streuern. Wir müssen jetzt sehr viel Damage machen. Ich habe Angst, dass er abhaut. Weil der kann bestimmt abhauen. Und das wäre ziemlich schade, wenn wir den Goldploing nicht besiegen können. Weil er zu schnell abhaut. Auch schnell heilen, bevor der... War klar, dass sowas früher oder später passiert. Passiert. Halt. So, Igil kann jetzt irgendwas Taktisches machen. Meine Taktik von den anderen ist halt jetzt einfach draufballern, so viel es geht. Ja, der Stein halt auch, ne? Der hält echt viel aus. Das hat wirklich wie so ein Boss. Oh, oh. Heilen, heilen, heilen. Ja, oh, egal. Wir haben es geschafft. Er ist nicht abgehauen. Wir haben ihn besiegt und erhalten dafür 20.000 Gold. Das ist schon ziemlich viel. Damit kann man sich schon so 2, 3 Ausrüstungsgegenstände kaufen. Das hat sich gelohnt. So. Und nun können wir in dieser Folge den Gipfel dieses Himmelsturms erreichen. Dieses Level wird es uns sagen. Und Herr Mike, guten Tag, ich habe Post für Sie. Sie sind doch Herr Mike, richtig? Das, wenn der hier ist, bedeutet das eigentlich schon, dass dieses Gebiet zu Ende ist, oder? Damit wären wir damit getan. Tschüss! Ein Brief für mich? Lieber Mike, welch wunderbarer Tag. Mein Tipp, wenn Ungemach droht. Ungemach? Okay. Einfach lachen. Das hilft immer. Deine Muffin. Ha, wäre schön, wenn wir den dunklen Fürsten auch einfach weglachen könnten. True. True. Und hier kommt noch ein Boss. Oh nein, die drei. Die Fashion Feen wurden geschnappt. Schon wieder? Es reicht. Ach, Menno. Venusquappe. Roter Zoldo-Frosch. Und nicht zu vergessen, Bubblesquappe. Der Name passt sogar. Die Musik ist cool. Ein Bosskampf nach dem anderen. Es scheint, als wäre hier das Ende dieses Turms. Und ich hoffe es auch. Der Turm war lang genug. Ich möchte eigentlich gegen Iwata kämpfen und ihn befreien. Nein, ich will ihn abschießen. Oh, bitte nicht streiten. Nein, ich streite! Nein! Das wird nur zu verhängen. Das wird in keiner Art und Weise helfen. Die anderen beiden Schwestern sind aber viel einfacher hier zu besiegen als die mittlere Pferde. Ich werde vielleicht mal heilen. Oh, was passiert denn da? Was passiert denn da? Ich kann mal auch die anderen heilen. So. Warum poppt er sich jetzt so auf? Oh. Einfach drauf? Oh, eine Menge AP-Bananen. Nice, danke, Gomme. Ja, wir können die Crawl-Kappen zumindest schon mal down kriegen. Nice, eine schon down. Ich glaube, die Bubbles war... Ja, Bubbles ist schon down. Dann können wir Venus machen. Oh, D-Time. Komischer Blick, den ich da mache, aber... Hey, es klappt. Da. Au! Level 21! So, ich beschütze. Oh Gott. Puh, wie das stinkt.
Knopf ASMR. Nur für euch. Perfekt. Alle geheilt. Die Hälfte meines Streuers ist weg, aber dann müssen wir zumindest nicht die Runden verschwenden für HP-Bananen-Heilung. Sondern können direkt angreifen. Ja, Igitt, ich weiß, du bist wütend, aber komm, wir müssen uns auf den Kampf konzentrieren. Wen ist es down? Jetzt bitte noch die mittlere. Ich sehe gerade ihr Gesicht nicht. Ich weiß gar nicht, wer es ist. Ich sehe es halt gerade leider nicht. Oh, cool. Ein bisschen MP sammeln. Und die Verbindung verbinden mehr. Noch mehr verbinden lassen. Ah ja, Soldo war's. Der riesige Soldo-Frosch, so fett. Und trotzdem hält er so viel aus. Vielleicht genau deswegen, könnte sein. Oh, aber wir kriegen ihn jetzt raus mit Megafeuer! Haja! Da, danke! Kein Problem. Merci, vielmals. Auch kein Problem. Danke, meine Lieben. Ebenso. Ich bedanke mich auch, wenn das jetzt hier endlich das Ende ist von diesem Turm. Sehr viele Bosskämpfe gab es hier. Es muss ein Ende nehmen. Ah! So eine Erleichterung. Puh. Der dunkle Fels hat offensichtlich ein gewaltiges Abbild erhalten. Dunklerer Frosty, warte, alberne Bezeichnung. Wenn es nur das wäre, der Typ ist penetrant. Also wirst schon mit ihm fertig werden, Schätzchen. Nimm dies in Acht, wir warten im Dorf auf dich. Wenn du verlierst, bekommst du es mit mir zu tun. Ach, wir werden schon nicht verlieren. Wir kriegen das hin, oder Team? Wir werden das auf jeden Fall hinkriegen. Okay, hat kurz geladen, das Spiel, anscheinend. Nach Jesus sehen. Finde ich gut. Komm, dann sieh mal nach Jesus, der arme Jesus. Er ist krank. Oh, schon viel besser. Nice! Hey, gut gemacht, GF. Very nice. Dass die beiden gute Freunde werden, das ist schon ein Wunder. Ah ja, ich habe jetzt ganz viel Geld. Heldendeutsch. Ja, sieht schon nicht schlecht aus, aber komm. Toppt immer noch nicht das, was wir jetzt gerade haben. Der Fisch. Das toppt's einfach nicht. Never. Augapfelkittel. Naja, komm. Wir haben genug Geld, wir können uns das leisten. So, nur die Werte. Du, 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 du. So, dann können wir noch ein bisschen fressen, bevor wir losgehen. Dann nehme ich jetzt einen Froschsaft, einen Markensaft der Firma Frosch. Macht müde Helden quack lebendig. Achso. Hier, mein Banshee-Tränen. Bitte trink's hier aus, damit wir die alle nicht trinken müssen. Babynahrung hier. Bisschen Babynahrung für euch alle. Noch mehr Babynahrung. Noch ein paar Kekse. Wem schmecken die am besten? Michael und Freddy. Okay. Alright. Ich habe voll viele von denen, oha! Warum habe ich so viele? Gott, das wird ein Schmerz, sie loszuwerden. Ja, du hast die Radaugummis noch nicht probiert. Die hat noch niemand probiert irgendwie. Ja, nice. Dir gefällt das. Hellen Hotdog. Ja, schmeckt auch ganz okay. Flammenchili. Mhm. Nicht so. Ist okay. Mhm. Mhm. Oh, brennende Flammenchili. Also richtig krass am Brennen. Ja, gehen einfach mal der Reihe durch. Bis auch alle wirklich satt sind, bis auch alle heute was probiert haben, so mehr oder weniger, ne? Ja, 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 wir zappeln noch ein bisschen rum, weil wir Spaß haben. So sieht's halt bei uns aus im Trupp. Kommt jetzt vorbei, macht mit. Zack.
So werden wir ganz schnell ganz viel Essen los. Du kannst nicht mehr? Kann ich noch? Nein. Okay, dann war's das. Ja, das war wirklich viel Essen, was wir losgeworden sind. Das ist schon mal gut. Level-Ups gab es jetzt keine, ne? Nee. Ja, machen wir weiter. Machen wir einfach weiter. Ist egal. Das sind verschiedene Deutsche. So, wo führt uns dieser Pfad hin? Ja, doch, da oben. Ich glaube, da oben ist schon so ein bisschen Finale, oder? Oh, hier ist noch ein Level, bevor wir zu Tingle können. Alles klar. Abmarsch. Egal welcher. Also, wenn diese Hebel alle zu aktivieren, auch zu den 100% zählen, dann mache ich keine 100%. Ich möchte das nur mal angemerkt haben. Ich werde nie und nimmer merken können, wo all diese Hebel waren. Meine Güte, ich könnte an Ort und Stelle einschlafen. Ich habe letzte Nacht kein Auge zugetan. Mir ging einfach so viel durch den Kopf. Und deswegen bin ich jetzt dort müde. Mike, hörst du mir auch zu? Das heißt wohl nein. Nein. Anscheinend konnten wir alle nicht schlafen. Zu viel Druck. Weil wir jetzt bald auf einen wichtigen Kampf stoßen werden. Und wenn wir den nicht schaffen, dann ist Miitopia verloren. Und das können wir nicht zulassen. Als die Helden von Miitopia können wir das noch nicht zulassen, oder? Da ist schon viel Druck drauf. Kann ich schon verstehen, dass sie da kein Auge zudrücken können. Als der dunkle Fürst war. Mhm. Nun, da lernte ich ein wenig die Gedankenwelt des dunklen Fluchs kennen. Und? Was ist sein Ziel? Ich glaube, er möchte einfach nur alle leiden sehen. Er ist ein fürchterliches Wesen. Sein Herz ist erfüllt von Hass, Neid und Zorn den Leuten gegenüber. Es fließt geradezu über vor unbändiger Bosheit. Uiuiui, so jemanden dürfen wir auf keinen Fall frei rumlaufen lassen. Ach, es ist alles meine Schuld. Wäre ich doch bloß stark geblieben und hätte seiner Versuchung widerstanden. Ach, mach dir jetzt keine Vorwürfe mehr. Ich werde ihn mir vorknöpfen. Danke, das macht mir Mut. Aktivieren wir einfach alle den Gommel-Mode. Sind alle stark genug. Oh, was denn jetzt? Schon wieder Jesus. Schon wieder. Und wieder drei Level. Yay, ich und Freddy sind nun auch Level 20. Ja, dann, wen tue ich als nächstes rein? Kann ja kurz gucken, mit wem ich am weitesten bin. Oh, bevor wir das machen, erstmal kurz noch Bunny mit Verdonna reden lassen. Dünn. Yay! Badabadaba. Bau! Cool. Boah, ich bin schon mit so vielen? Das sind mehr als ich dachte. Hä? Lol. Krass. Fehlt jetzt wirklich nur noch Igitt, Danny und Miku? Anscheinend. Ja, dann würde ich sagen, machen wir als nächstes Igitt, weil der ist am nächsten dran. So, dann kann Danny ein bisschen mit Freddy hängen. Die sind ja auch schon fast Level 20 miteinander. Schon nicht schlecht. Was will ich hier? Geisterrobe. Oh, die sieht cool aus. Lass mal sehen, wie die angezogen aussieht. Das Pink sieht schön aus, aber es passt halt nicht zu meinem Charakter. Gut, das sieht aber auch... Was? Es sieht halt schon ganz schön aus, um ehrlich zu sein. Aber wir nehmen jetzt erstmal nur diverse. Erstmal nur. Ja. Was mit dir? Kürbisflasche. Okay, schon ein bisschen weird. Warum ausgerechnet eine Kürbisflasche? Das sieht aber nicht aus wie ein Kürbis. Ich meine, ja, Kürbisse können auch so aussehen, aber so sieht doch kein Kürbis aus. Ach komm schon. Das sieht weird aus. Hä? Aber. Oh, noch nicht weiter, Mann. Futtern. Hey, jetzt fast vergessen. Komm. Ich wollte nicht B drücken. Nein, nein, wir futtern schon. Nein, alles gut. Wir werden auf jeden Fall futtern. Viele haben noch keinen Marshmallow probiert. Manche mögen es sogar sehr. Genauso sehr, wie manche Knochenkekse mögen.
Die werden wir jetzt jedes Mal verfuttern. So, reicht. Bisschen gegessen. Keine Lust auf noch mehr. Machen weiter. Wir wollen noch ein bisschen mehr erreichen, als nur mit Tingle zu sprechen. Ich möchte gerne gucken, was denn da oben auf uns lauert. Ja. Hey Tingle! Ja, ja, ein weiteres Quiz. Das dritte Mal in diesem Gebiet. Fast in jeder Folge gab es jetzt Tingle, ne? Vorhang aufspielen wir diesmal. Alles klar. Haben wir es das letzte Mal auch gespielt? Ja, spielen wir es nochmal. Frage 1. Ja. Das war Toriel. Yay. Goat Mama. Frage 2. Das war Freddy. Frage 3. Das könnte schwierig werden. Oh, ich habe eine Brille gesehen. Na, dann muss es Michael gewesen sein. Ja, er war es auch. Ich habe halt wirklich nur eine Brille gesehen. Und da nur einer von den vier Mies eine Brille hatte, musste es Michael sein. Ah, nice. Ein paar Tickets. Hat sich gelohnt. So, und nur noch dieses Level steht uns bevor. Bevor wir nach oben können. Oder das Spiel treut uns, gibt es dann noch eine Ebene vom Turm und es ist noch lange nicht vorbei. Und es gibt noch mindestens 10 Folgen. Super, toll. Oh, Schwert und Schild? Schlechte Pokémon spiele? Todesschild, Todesschwert. Ja, so fühle ich mich, wenn ich die Pokémon spiele davon spiele. Okay, die können aber gar nichts. Die halten ja überhaupt nichts aus. Ja, cool. Interessant. Okay, das sieht schon cool aus, diese Formation von Gegnern. So, dieser Muskelprotz mit zwei Schilden. Wir haben erstmal seine Schilde kaputt gemacht. Jetzt auf ihn drauf. Bam. Und da fällt er zu Boden. Wir sind einfach zu stark. Wir sind einfach zu gut für dieses Spiel. Haha. Wir sollen uns nicht vor Iwata fürchten. Iwata sollte sich vor uns fürchten. Oh ja. Und wie? Oh oh. Nach rechts. Hey. Nicht gut. Wenn er jetzt noch ein Getränk in der Hand hätte und dann auf Bunny gestoßen ist, das arme Kleid. Nicht gut. Nicht so gentlemanhaft. Oh. Komm. Haut ab. Ihr seid keine Bedrohung mehr für uns. Schon lange nicht mehr. Haut ab. Ihr Langweiler. Geht jemand anderes langweilen? Wir sind schon gut gelevelt. Wir kriegen das auch so hin. Bestimmt. Ganz sicher. Yay, ein paar Bananen, kostenlos. Weil wir auch noch nicht genug haben. Ich habe aus Versehen nochmal angegriffen, aber es hat gereicht. Lucky. Yay, und Level Up für Young Mike. War schon ziemlich hoch gelevelt, ne? Ich müsste ihn eigentlich mal rausgehen. Kann ich ja GF leveln lassen, ne? Mandy braucht auch nochmal ein bisschen was. Komm, jetzt kill die doch alle gleichzeitig. Okay, einer ist zumindest down, aber... Ich find's halt ziemlich nervig, am Ende noch so viel rein zu spammen, so viele Level, so viele Gegner und... Ich meine, ja, Gegner kann ich doch immer verstehen. Ich meine, dann kann man schön leveln, aber... So viele einzelne Level machen... Auf Dauer, weil... Muss das sein? I don't know. Und geschafft. ...150 verschiedene Arten von Monstern in Metopia besiegt. Den Pokédex voll gemacht! Yay! Und Jesus fühlt sich gleichzeitig damit auch besser. Und nochmal 3 Level hoch. Oh, schon Level 19! Das geht ja schnell. Oh, guck mal, die beiden im Partnerlook. Und wir beide auch nochmal. Ganz weit oben. Schön. Schön. So, GF. Verdonner wartet auf dich.
Babadabadam. Au! I feel good. So, futtern wir schnell ein bisschen. Wenn wir nämlich was Neues bekommen, Schlangenmüllerin, zartes Schlangenfleisch mit Zitrone und viel guter Butter. Macht sehr satt. Schildgratin, Schild gründlich waschen, mit Meeresfrüchten garnieren, backen. Okay, das fällt auch sehr viel auf. Oh ja. Alles klar. Na komm, ein Hundekeks hier kriegst du noch hin. Fällt dir auch nochmal zwei. Schnell. Zack. Gut. Gutes. So. Kann ich noch irgendwas anbieten? Heldenzauberstab. Na, ich weiß, die sehen nicht so cool aus. Oh mein Gott, dieser Felsen. So eine Osterinsel, wie cool. Feendress. Hatten wir das nicht schon mal, Miku? Zumindest was ähnliches. Ja, vielleicht. Na. Aber das passt besser, ne. Nehmen wir das einfach. I don't know. Okay, dann schauen wir in das Restgeld. Und Jeff kommt ins Team. Jeff und Professor Igitt kennen sie doch gar nicht. Wundert mich ein bisschen. Egal. So. Was befindet sich dort oben? Ja. Da ist tatsächlich die Spitze dieses Himmelsturms. Wie geht's weiter? Der dunkle Fürst hat Monster bezwungen, diesen Turm zu bauen. Gezwungen, diesen Turm zu bauen. Damit er von einem Ort im Himmel auf die Welt herabblicken kann. Vom Himmel aus? Genau, von ganz weit oben, einem Ort namens Anderwelt. Der dunklere Fürst ist ganz bestimmt da oben in der Anderwelt. Der Weg dahin liegt hier vor uns. Da, dann nichts wie los. Ich kann nicht mitkommen. Der Ort ist verflucht. Kein normaler Sterblicher kann dort lange überleben. Du wirst mich leider zurücklassen müssen. Dann pass gut auf dich auf und danke für die Hilfe. Ach, hör auf. Ich muss bei dir bedanken. Es hat Spaß gemacht, zwei Damage zu machen mit einem Stein. Okay, manchmal einen, nicht einer, aber egal. Und bitte, besiege den dunkleren Fürsten. Der entdunkelte Fürst, Gamal, der hat dein Team verlassen. Auf geht's. Ein weiteres Gebiet hier oben. Wo sind wir nun? In der Anderwelt sind wir nun. Die Welt ist schon ziemlich anders. Boah, das sieht cool aus. Auch wenn diese Effekte im Vordergrund so richtig PS1-haft aussehen. Irgendwie hat was. Was ist das für ein Ort? Augen, Nasen, Münder, Brillen? Kann es sein? Wurden die alle von irgendwelchen Gesichtern gestohlen? Der dunkle Fürst ist echt fies! Wir müssen seinem Treiben ein Ende bereiten. Grrr! 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 Auf ihn! Er muss hier irgendwo sein! Okay, das ist nicht wichtig. Okay, die Musik ist sehr mysteriös. Ob das Spiel jetzt wirklich noch ein ganz riesiges Gebiet noch hinzufügt? Ich glaube nicht, dass dieses Gebiet so riesig ist, um ehrlich zu sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Cosmobolt. Gibt's auch einen Wanderbolt? Okay, sorry, der musste sein. Ja. Der musste sein. Aber das war eine ernst gemeine Frage. Gibt's einen Wanderer? Wahrscheinlich nicht. Aber was es auf jeden Fall gibt, ist ein Like-Button unter diesem Video. Zusammen mit einem Abo-Button. Und zusammen mit einer Glocke, die man auch aktivieren könnte. Und hier gibt es auch Meteoriten. Schick, schick. Also in der nächsten Folge. Ich glaube, man muss auch nicht erklären, was in der nächsten Folge passiert. Das sieht man. Wir werden uns ein bisschen anders verhalten in dieser
Underworld, die sich nicht unter uns, sondern über uns befindet. Aber es ist trotzdem nicht der Himmel. Wo sind wir hier? Wie sind wir hier hingekommen? Das ist ein Lichtstrahl. Sehr komisch. Vielleicht durch so ein Dimensionsportal oder so. Das könnte ich mir noch vorstellen. Keine Ahnung. Wo sind wir hier? Lass es uns gemeinsam in der nächsten Folge herausfinden. Hey, Kids. Es war gemein, dass ich dich die ganze Zeit als eine Munition benutzt habe. Du bist doch derjenige, der mir die ganze Munition gibt. Verzeihst du mir? Ja, ich verzeihe dir. Benutz meine Munition, bitte. Toll.